Moin Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS19 hier in Nordfriesischem Arsch. Natürlich, vielen Dank fürs Reinschalten. Heute wieder in der großen Ernte. Herbst ist immer noch da. Erntet bekommen. Ich war schon in Ernte. Ich habe eine komische Lücke frei gewaschen. Aus. Linien raus, ist auch schön. Warten hier noch auf den weiteren ab. Oh, das aber ist schon gleich wieder da. Das Ding hier, ne? Bei mir und Autodrive und zusammen schon mit Autodrive Cosplay. Macht er überhaupt hier? Warum denn? Wir sind noch nicht einmal rundherum. Hätte schön vorbereitet. Ansonsten, ja, habt ihr den Vorschlag gemacht. An sich ist es ein schöner Vorschlag. Hier hingehen und sagen, was mit dem Häcksler und Pickup fahren. Klassisch wie mit dem, ja, ganz normal wie beim Häckseln. Rad rein kann man ja alle abfahren mit dem Pickup-Häcksler. Vorne ist er, glaube ich. Okay. Was ist das? Was? Aber das nachher alles noch zu heu wird, weil es hier zu lange dauert, ne? Und so, der Kursblick. Nicht aktueller. Passender. Ich hatte gehofft, okay. Nicht. Welchen sollen wir denn nehmen? Ist denn nicht da? Was ist denn da der aktuell? Och, das könnte doch passen. Sehr gut funktioniert. Da kommt ja wieder richtig. Das Feld selber sammeln, das wollte ich. Den hier abfahren einstecken. Hätte nicht automatisch ein Auto treiben. Was ist denn hier das? Abfahren und Einsatz. Kann ja auch wieder eine Platzung haben. Glück wieder raus. Oh.
Bitte. Gut, mal gucken, was der jetzt macht. Kein nix, oder? Vergibt dann an Auto 3. Das wäre natürlich die optimale Lösung. Wenn der jetzt an Auto 3 übergibt, dann weiß man, okay, das war. Aber drei Folgen gebraucht, um zwei Ladungen abzufahren. Eine wäre. Natürlich, wir machen auch viel zu viel. Grasfeld. Und das jetzt wieder an Nordsee. Spannend, aber das geht oder nicht? Drei bleiben. Vorgestern Abend. Wunder, dass wir überhaupt schon so viel geerntet haben, liebe Leute. Das ist ja schon erstaunlich, oder? Ich weiß gar nicht, warum das Mikrofon teilweise so leise wird. Jetzt ist auch grün geworden hier, Digga. Jetzt hat's. Wirklich klappt. Sehr natürlich klappt. Folgen wir jetzt aber. Der andere Teil funktioniert ja schon mal relativ gut, ne? Leider ein Teil funktioniert nicht so gut. Das war bisher gucken. Beiden, ne? Also, muss es mal ganz warm und so doll zu arbeiten. Aussehen tue ich auch schon mal. Auch dass er auf nur auf 99% sammelt, finde ich, ist immer schon so ein bisschen komisch. Ich würde erwarten, 100% sammeln und 100% abladen. Wenn er denn überhaupt ablädt, das ist. Richtige Bahn scheint da auch mit dem Anhänger zu. Das Silo noch nicht bis vorne hingefüllt ist, das gut aus. Kann ja auch sein, dass unsere Punkte jetzt nur bei den ersten zwei, drei Touren nicht funktionieren danach, aber ne, weil er dann ja eh nicht mehr ganz so weit. Und dann noch irgendwie merkt, dass er weiter vorne abkippen muss. So habe ich das zumindest verstanden.
So, wie weit ist denn der andere da vorne? Da sehen wir nämlich so, weil Silo 1 wissen wir, bei dem hat es funktioniert. Nicht ganz so weit hinten. Ich fahre dann jetzt nicht erst rückwärts. Sieht das so aus? Verteilt. Ein anderer Modus, den man noch einstellen muss. Konnte nicht gut gehen beim ersten Mal. Wie so vieles, was mal versucht werden muss und irgendwie. Ich weiß, viele von euch kennen nur dann die Videos, wo es so 100% funktioniert, weil die anderen das rausschneiden, schon probiert haben und dann gemerkt haben, okay, so funktioniert es, jetzt zeige ich es den anderen Leuten. Hier seht ihr nach wie vor ungefälschtes Gameplay. Denn von wegen, ich stelle mich mal so hin, als würde ich das wissen und könnte alles sofort. Auch wenn jetzt einige natürlich genervt sind, aber ich werde, wie gesagt, nicht bei jedem haben. Gut. Nix. Oh, ich hoffe, ein Pferd. Aber kratzen wir doch ab. Hinten hin, wenn wir noch Spaß haben. Also, ich gebe ich noch nicht auf. Aber es kann schon so sein, dass wenn das jetzt nicht bald funktioniert, nicht gut funktioniert, keine Ahnung warum, dann gehe ich wieder auf die alte über, wie wir es letzte Saison gemacht haben. Es hat gut funktioniert. Einfach sammeln lassen und hier vorne stehen lassen und dann haben wir sie übernommen und haben ja Hamster. Rückwärts ins Silo reingefahren und dahin gekippt, wo wir es haben wollten. Hat auch gut funktioniert. Wir haben eine Menge mit Silage verdient dieses Jahr. Da sogar. Weil das hier kostet ja wieder nur Nerven aktuell. Was bei der Hitze sowieso derzeit ist. Ich weiß. Liegt in der Regel am Bediener. Irgendwas ist falsch eingestellt bei mir. Keine Ahnung. Erste Vermutung sind jetzt die Abkipppunkte gewesen, dass die ein bisschen zu nah an der Mauer hinten dran war. Die deswegen gar nicht erreicht hat. Und das andere war jetzt wahrscheinlich, weil ich ein Stück wieder weggefahren bin, hat er sich vielleicht überlegt, ach, ich teile das jetzt mal hier und nicht dahin, wo eigentlich geplant war, mitten in die Mauer. Aber gibt Schlimmeres. Und vor allen Dingen ist es immer so schön, wenn nicht alles sofort funktioniert, viel mehr reinstecken muss und sich nachher viel mehr freuen, wenn es dann schon. Und drei Rückwärtskurs zum Beispiel. Ein Stück. Running by doing. Ich stopp da nochmal rückwärts rein. Jetzt hast du nichts mehr mit, das war. Der Arbeitsgeschwindigkeit Gras sammeln, Leute, denn es ist safe, dass es vorher alles heu wird oder weggegammelt ist. Hat aber, glaube ich, den Punkt erreicht und hat gemerkt, nö, fahr mal wieder los. Der war da auch komplett.
Hier ist auch noch keiner wieder aufgetaucht. Und sich nicht ins Feld zu fahren. Also da warte ich jetzt nicht noch, ne? Ich wusste, dass diese heutige Aufnahmesession, das wusste man eigentlich schon in der ersten Folge, in den ersten 5 Minuten, dass die heutige Aufnahmesession nicht die beste sein wird. Das war safe klar. Guckt sich jetzt tatsächlich Aufnahme schon so hin. Weiß nicht, ob der Wartepunkt vom Feld ist er denn zu weit weg, ist er nicht auf dem Feld oder warum will er jetzt einfach nicht zu den beiden Dreschern? Glück, die leer gemacht werden wollen. Ah, jetzt wird er auch los. Ich weiß nicht, der hat irgendwie gespielt. Tasche an. Rüber. Weil die Überlegung war ja immer noch nicht ganz weg. Ich meine, wir Feld 42 haben wir bisher noch nicht gebrochen. Aber mal das R, weil es ein größeres Feld ist, würde ich da versuchen mit diesem Versatzdrescher. Ich weiß noch nicht mit wie vielen Dreschern noch. 5 da hinten. Nicht so. So, lass uns zumindest mal kurz mal abchecken, ob geschafft hat. Hier sind jetzt 248.000 Gerst. Beide drinne. Fünften. Jetzt hatten wir heute nichts mehr reingeliefert, weil das ist. Dreißig Paletten Bier gönne ich mir. Als es 8.000 Hopfen 19. Hopfen ist jetzt, glaube ich, schon ab. Wir können bis zur nächsten Saison, wo wir noch was haben zum Ernten. Sollten wir mal, wenn wir ein bisschen Geld brauchen, sollten wir da mal bei, glaube ich. Ziemlich sicher, dass wir uns noch ein nettes Feld davon kriegen. 60 mit. Obwohl die 45 oder also ich glaube die 41 AFA wäre schon cool, weil einfach die gut passen würde bei uns zu 43, 42, 42. Oh, einen safe 2. Ja, der will. Sammeln, weil sonst wird das ja doch 100% voll, bevor fertig sind. Ich werde bitte also Feld 40 von was getrunken. Und damit dann da wieder ein bisschen. Mal sehen, ob wir dann erst das brauchen nochmal neu erstellen. Schreibt gerne Tipps rein. Vielleicht habe ich ja richtige gemacht, intuitiv gesehen, dass die Abladepunkte vielleicht nicht gut sind. Nicht ganz erreicht, dass selber. Und die andere Frage ist natürlich nochmal, dann in der nächsten Folge vielleicht noch nicht keine Berücksichtigung findet, aber dann vielleicht in den Folgen danach ist die Gras zum Sammeln. Also gib mir ein bisschen Zeit, habt ein bisschen Geduld, Nachsicht und so weiter und so fort. Von daher vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute Abend wahrscheinlich Samstagabend, ne? Ich weiß noch nicht. Vielleicht spielen wir eine Runde Counter-Strike im Team. Ja, wenn ihr Bock. Nächsten Samstag geht es natürlich los mit
Version. Vielen Dank, bis dahin.